Hi zusammen. Der Waldwolf hat zu einer Challenge aufgerufen, zu einer Four Knives Challenge. Besser gesagt auch zu einer VA. Und da dürfen wir dann auch unsere Leute benennen, die wir möchten, dass die bei der Challenge mitmachen. Wir zeigen einfach unser günstigstes Messer, unser teuerstes Messer, unser neuestes Messer und unser Lieblingsmesser. Ich fange mal an mit dem günstigsten Messer. Das ist einmal das Victorinox Bantam, einmal mit Klinge, Kapselheber, Pinzette und Zahnstocher. Das ist alles. Dann das teuerste Messer ist das MKM Root. Hat eine Klinge mit M390 Stahl, designt von Jens Anso. Finde ich, ist wirklich mein schönstes Messer und auch das teuerste Messer. Ja, trage ich auch ständig bei mir. Ist auch ein sehr, sehr leichtes Messer, 70 Gramm bei so einer Größe. Kann man nichts dazu sagen. Dann habe ich das neueste Messer, das ist bei mir das Böker Zelos. Habe ich jetzt erst in Freiburg gekauft und finde ich wirklich sehr, sehr schön. 15 cm Gesamtlänge, 6, keine Ahnung, Klingenlänge. Ist wirklich mein neuestes Messer und trage ich auch jetzt ständig bei mir. Und mein Lieblingsmesser überhaupt ist das Fox Knife Vulpes. Ob das 130er oder die 108er Version ist komplett egal. Dieses Messer ist wirklich mein Lieblingsmesser. Ist klein, besser gesagt kompakt, scharf und macht einfach Spaß zum mit sich führen. Ja, das war meine Challenge einmal an dich, Waldwolf. Und jetzt rufe ich zur Challenge auf einmal den Schnorres 58, den Stefan 123321. Dann rufe ich noch den Lars 1301 auf. Und dann, ja. Wenn der Klaus L. Müller mitmachen würde, würde ich mich auch sehr freuen. Ja, das war's. Bedanke mich herzlich. Und wenn ihr noch kein Abonnent von mir seid, lasst ein Abo da, würde mich riesig freuen. Bis dann, euer Blind EDC Micha. Bis dann, ciao, ciao.